Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der ersten Folge unserer neuen Serie Ruhrpott Basics. Wir wollen uns heute in der ersten Veranstaltung kurz darüber vergewissern, was die Grundlagen für die Zulässigkeit baulicher Vorhaben sind. Wenn Sie ein bauliches Vorhaben haben, müssen Sie dafür in der Regel, jeweils im Normalfall, eine Baugenehmigung haben. Die Baugenehmigung wird erteilt, wenn öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. So bestimmen es alle Landesbauordnungen. Und dann schauen wir, welche öffentlich-rechtlichen Vorschriften könnten entgegenstehen. Und aus dem BauGB kommen da insbesondere die Paragraphen 29 folgende BauGB in Betracht. Und die 29 folgende BauGB bestimmen ein System, ein räumlich geordnetes System von Zulassungsvoraussetzungen. Und wir unterscheiden insoweit drei Kategorien. Nämlich den beplanten Bereich nach § 30 BauGB, den unbeplanten, aber im Zusammenhang bebauten Bereich nach § 34 und den Außenbereich § 35. Die drei Kategorien wollen wir uns jetzt nochmal genauer angucken. Ein Vorhaben ist zulässig im Bereich eines Bebauungsplans, wenn es die Vorgaben des Bebauungsplans erfüllt. So steht es in § 30. Voraussetzung ist, dass es einen qualifizierten Bebauungsplan gibt. Wenn es keinen qualifizierten Bebauungsplan gibt, entscheidet sich die Zulässigkeit entweder nach § 34 oder nach § 35. § 34 setzt in jedem Falle voraus, dass es ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil ist, dass das Vorhaben, also das Vorhabengrundstück, in einem Bebauungszusammenhang von einigem Gewicht liegt, aus dem sich dann die weitere Entwicklung des Gebietes ergeben kann. Das ist die Planersatzfunktion des § 34. In dem Fall, dass die nähere Umgebung, also nicht der im Zusammenhang bebaute Ortsteil insgesamt, sondern die unmittelbare Nachbarschaft, die auf die Entwicklung des Grundstücks für die Entwicklung des Grundstücks von Bedeutung ist, für den Fall, dass diese unmittelbare Nachbarschaft, die nähere Umgebung, ihrer Art nach so genutzt wird, wie das auch in einem Baugebiet nach der Bau-NVO, der Baunutzungsverordnung, möglich wäre, dann liegt ein faktisches Baugebiet vor und dann sagt § 34 Absatz 2, dass in diesem Bereich nach der Art der baulichen Nutzbarkeit des Vorhabengrundstückes die Vorgaben der Bau-NVO so gelten, als ob es einen Bebauungsplan gäbe. 34.2. Das gilt aber nur für die Art der baulichen Nutzung, nicht für das Maß der baulichen Nutzung. Da bleibt § 34.1 einschlägig und der sagt grundsätzlich, im Bebauungszusammenhang darf der Grundstückseigentümer so bauen, wie die Umgebung das vorgibt. So wie es wie die Nachbarn das auch dürfen. Das heißt, das Vorhaben, und das ist der Begriff, der ist 34.1, das Vorhaben muss sich in die Umgebung einfügen. Es darf also der Größe nach nicht über das Maß dessen, was in der Umgebung gebaut ist, hinausgehen. Der Art nach muss es Vorbilder in der Umgebung haben. Und nochmal, Sonderfall 34.2, wenn die nähere Umgebung einem Baugebiet faktisch entspricht, dann gelten die Vorgaben der Bau-NVO, also die § 2 folgende Bau-NVO. Wenn Sie sagen, das ist kein im Zusammenhang bebauter Ortsteil, in dem das Vorhabengrundstück liegt, dann kann es in einer Splittersiedlung liegen, also in einem zwar Bebauungszusammenhang, der aber nicht das notwendige Gewicht aufweist, oder es liegt eben im Grünen. Und das ist die letzte Kategorie, das ist der Außenbereich, § 35. Und im § 35 Bereich, da ist das Besondere, dass eben hier, anders als im Planbereich und im unbeplanten Innenbereich 34, dass im 35 Gebiet grundsätzlich Vorhaben nicht zulässig sind. Den Außenbereich wollen wir nämlich gerade freihalten. Davon gibt es aber Ausnahmen. Das sind zum einen die privilegierten Vorhaben nach § 35.1, also solche Vorhaben, die gerade im Außenbereich stattfinden sollen, etwa Windenergieanlagen, Bauernhöfe und so weiter. Dann gibt es die sonstigen Vorhaben. Sonstige Vorhaben, die nicht privilegiert sind, sind nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden. Und in aller Regel werden bei der Verwirklichung nicht privilegierter Vorhaben öffentliche Belange durch die Zulassung im Außenbereich beeinträchtigt. Und das führt dann dazu, dass von solchen nicht privilegierten Vorhaben der Außenbereich grundsätzlich
freigehalten wird. Das ist die grundsätzliche Systematik zur Überprüfung der Zulässigkeit baulicher Vorhaben nach § 29 folgende BauGB. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.